Die junge Basis im Gespräch. Ein Podcast der Basis. Ja, dann herzlich willkommen zurück beim Podcast der jungen Basis. Wir freuen uns auch heute wieder, dass ihr eingeschaltet habt und begrüßen auch heute wieder einen ganz spannenden Gast bei uns, nämlich Gerald Hüther. Wir freuen uns, ich und Lukas sind wieder dabei und wir würden doch bitten, dass Herr Hüther sich einmal ganz kurz selbst vorstellt. Ja, erstmal schönen guten Tag. Ich bin jemand, der auf der Suche ist, herauszufinden, wie diese verrückt gewordene Menschheit endlich erkennt, dass sie das Fundament, auf dem sie steht, nicht selber zersägen kann. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe mal ursprünglich Biologie studiert. Ich bin dann Hirnforscher geworden, also Neurobiologe, habe jahrelang experimentelle Hirnforschung gemacht und bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren dabei, zu versuchen, diese neueren Erkenntnisse, die da in der Hirnforschung inzwischen ja zutage gekommen sind, auch in der Öffentlichkeit zu verbreiten, weil das ja doch eine ganze Menge Konsequenzen für jeden Einzelnen und auch für unser Zusammenleben hat. Was mich bewegt, hatte ich eben schon ein bisschen gesagt, ich halte das einfach nicht aus, dass wir so blöd sind, dass wir diese über Jahrmillionen gewachsene natürliche Vielfalt auf diesem Planeten in unserer Blindheit einfach rücksichtslos ruinieren. Und deshalb freue ich mich auch, dass es Parteien wie die Basis gibt, die sich dem ein klein wenig entgegenstellen wollen. Und wenn es junge Leute sind, ist es umso besser. Wenn es irgendwann jemals eine Veränderung geben wird, dann wird die nicht von den alten Säcken kommen. Das sind dann die Jungen, die dann neue Wege suchen und sich dann auch über die Vorurteile und die Beschränktheiten der Alten hinwegsetzen. Ja, Stichwort neue Wege gehen. Sie hatten, mussten ja die Idee gehabt haben, auch die in die Richtung Neurobiologie zu gehen. Wie ist das denn gekommen? Weil, ja, was kann jemanden an Hirnforschung begeistern? Sie waren ja, als Sie studiert haben, vermutlich auch noch jung und da muss man ja auch auf die Idee erstmal kommen. Also wie kam das alles? Ja, ich bin auf dem Land groß geworden und habe mich dort in die vielen Tiere und Pflanzen ein bisschen verliebt, weil ich sehr viel draußen war. Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, war ich 16, hatte bis dahin mich noch in der Schule gar nicht angestrengt, immer nur mittags den Ranzen in die Ecke geworfen und mein Leben da draußen verbracht, zusammen mit den Kumpels. Und mit 16 dachte ich eigentlich, wäre doch ganz gut, wenn du Biologie studierst. Und dann habe ich angefangen, mich anzustrengen. Also habe ich einfach mal 2 Jahre richtig rangeklotzt und dann hatte ich die entsprechenden Zeugnisse. Konnte mich bewerben, habe Glück gehabt, habe dann in Leipzig studiert. Ich komme ja aus dem Osten, aus Thüringen. Und vielleicht für all diejenigen, die sich das gar nicht mehr vorstellen können, dieses ganze Studienjahr, also die Anzahl der Studierenden, die damals aufgenommen worden sind, betrug 16. Wir waren 16 Stück. Und das war noch ein ganz anderes Studieren. Da hatte man noch richtig Kontakt mit den Professoren. Da konnte man noch miteinander diskutieren. Das war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Ja, und dann habe ich mir innerhalb der Biologie, das ging dann in so eine Spezialisierung. Also ich hatte dann nicht die Botanik, interessierte mich nicht so sehr, eher die Tiere. Also Tierphysiologie hieß das. Und dann habe ich innerhalb der Tierphysiologie mir das Gehirn rausgesucht, weil mir das am spannendsten war und bin dann in die Neurobiologie gegangen, bin dort in Leipzig noch promoviert worden und habe dann versucht, damals in der DDR auch irgendwie zurechtzukommen. Und das ist mir nicht gelungen. Also ich bin irgendwie jemand, den man wohl nicht so gut einsperren kann. Ich habe dann immer das Bedürfnis, doch meine Meinung zu sagen. Als ich dann die Stasi-Akten gelesen hatte, habe ich auch gesehen, dass ich schon aufgefallen war und die schon dabei waren zu gucken, was ich da für einer bin. Jedenfalls bin ich dann einfach abgehauen. Ich habe gelernt, wie man Stempel fälscht und habe mir selbst ein Visum erteilt nach Jugoslawien. Und das hat geklappt. Fand ich damals großartig, hat mich auch sehr beflügelt. Und vielleicht ist das so einer der Gründe, weshalb ich mich jetzt auch von nichts mehr abbringen lasse, wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe. Dann in Westdeutschland angekommen, habe ich in Göttingen im Max-Planck-Institut eine Anstellung gefunden als wissenschaftlicher Assistent. Das war eine schöne Zeit. Habe ich fast 10 Jahre dort gearbeitet. Grundlagenforschung in der experimentellen Hirnforschung und vor allen Dingen auf dem Gebiet der Hirnentwicklung.
Und dann habe ich aber gemerkt, das wird immer fisseliger. Das ging immer mehr in die Einzelheiten. Am Ende war ich ein Experte für das serotonerge System und dort vor allen Dingen für die Präsynapsen und dort vor allem für die Serotonin-Wiederaufnahme. Stellen, also diese Carrier an den Präsynapsen. Und dann habe ich gedacht, nee, also das war es ja noch nicht, was du eigentlich wolltest. Du wolltest das Leben verstehen. Und dann habe ich als Neurobiologe, kriegte dann ein Heisenberg-Stipendium an der Psychiatrischen Klinik der Uni in Göttingen, eine Abteilung für neurobiologische Grundlagenforschung aufgebaut. Das fand ich ziemlich spannend. Habe ich auch wieder so ungefähr 10 Jahre gemacht. Und am Ende habe ich immer stärker dann auch gemerkt, dass das auch nicht das Richtige ist, weil da wurde immer das Gehirn von diesen Depressiven und von diesen Angstpatienten und den Zwangsgestörten und was weiß ich, was es da nicht alles gab, untersucht. Und da findet man natürlich auch eine ganze Reihe von Veränderungen, aber das wurde dann immer klarer, die sind ja erst unterwegs entstanden. Also so ist ja keiner auf die Welt gekommen mit seiner Zwangsstörung oder mit seiner Depression. Und da war mir dann immer deutlicher geworden, dass wenn da wenigstens mal einer mit diesen Leuten geredet hätte damals, als sie nicht mit sich selbst und der Welt zurechtgekommen sind, da wären wahrscheinlich die meisten niemals in eine psychiatrische Klinik gekommen. So, und dann hatte ich ein Problem. Weil dann musste ich mir überlegen, ob ich jetzt weiter im Hirn herumfummeln will oder ob ich nicht unter Umständen dazu beitragen will, dass Menschen lernen, irgendwie anders miteinander umzugehen. Also, und das gilt dann vor allen Dingen für Kinder, also für Eltern und deren Kinder. Und so habe ich dann angefangen, meine wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Öffentlichkeit zu tragen, habe eine ganze Reihe Bücher geschrieben, habe mich auch sehr viel um Schulpolitik gekümmert, war dann am Ende sogar einer von 6 Kernexperten beim Zukunftsdialog unserer Bundeskanzlerin. Ja, genützt hat das alles nichts und so richtig verändern konnte ich da auch nicht allzu viel. Vielleicht sind manche Menschen aufgewacht und haben angefangen, nochmal darüber nachzudenken, was sie so tun. Und jetzt beobachte ich eben eine Welt, die mir doch große Sorgen macht, weil wir ganz offensichtlich in einem riesigen Transformationsprozess stecken. Also es ist nun endlich auch fast allen klar, dass es so wie bisher nicht mehr weitergeht. Und das Beeindruckende ist, dass eigentlich keiner so richtig weiß, wie es weitergehen soll. Das sind schwierige Zeiten. Also das führt dann auch sehr dazu, dass Menschen verunsichert werden und die fallen dann natürlich in ihrer Verunsicherung, ihrer Ohnmacht und ihrer Angst sehr gerne auf solche herein, die ihnen klipp und klar sagen, wo es lang geht. In den USA haben wir das beobachtet mit Herrn Trump. In Ungarn ist es der Herr Orbán und bei uns gibt es auch solche Kräfte, die versuchen, die Unzufriedenen, die Unglücklichen, die Orientierungslosen mit Hilfe ihrer Parteiprogramme einzufangen. Ich hoffe, dass die Basis nicht so eine Truppe ist. Ja, das hoffen wir natürlich Sonst hätte ich auch. das Interview auch nicht mit Ihnen gemacht. Ja, Sie haben das jetzt natürlich sehr ausführlich gesagt und Sie haben auch einen sehr, sehr interessanten Lebensweg hinter sich gebracht. Wie ist es denn? Also Sie haben gesagt, Sie haben jetzt Neurobiologie studiert und sich dann auch auf Hirnforschung vor allem konzentriert. Jetzt wollen wir natürlich erstmal kurz so einen kleinen Einstieg in die Neurobiologie, so einen ganz, ganz kleinen Einstieg machen. Wie sehr hängt denn ja das Nervensystem mit unserem Wohlbefinden, also mit dem physischen Wohlbefinden an sich zusammen? Also wie kann man das vielleicht dann auch stärken in dem Sinne, aber wie hängt es vor allem zusammen? Ja, ich glaube, das Wichtigste, was die Neurobiologen da herausgefunden haben, ist, dass unser Gehirn nicht fest verdrahtet ist, wie das der meisten Tiere, sondern dass sich das also im Laufe des Lebens auch immer wieder ändern kann mit diesen Verschaltungen da oben. Maßgeblich dafür sind eben neue Erfahrungen, die man irgendwie macht mit sich oder mit der Welt. Und diese ständigen Umbauprozesse führen dazu, dass dann auch diese ganzen Theorien hinfällig werden, die uns immer einreden wollen, das sei alles da oben im Hirn genetisch determiniert. Also, wer mir dann nochmal erzählen will, er hätte ein Gen für die Intelligenz gefunden, da kann ich nur milde den Kopf schütteln. Das gibt es alles nicht. Und das Gehirn strukturiert sich, und dieser Prozess ist interessant, vor allen Dingen für euch als junge Leute, das strukturiert sich in einem Prozess, der sich selbst organisiert. Wäre jetzt interessant, das noch eine längere Zeit auszuführen, aber ich mache es mal ganz kurz. Es wird viel mehr Material in Form von Nervenzellen und Verknüpfungen und Fortsätzen bereitgestellt, als tatsächlich gebraucht wird. Das geht schon vor der Geburt so. Und dann, ja, könnte man sagen, vor der Geburt spürt das Hirn, dass irgendwas da unten dranhängt, der Körper, weil da Signale da oben ankommen.
Und es muss irgendwie versuchen, diese Unregelmäßigkeiten, die da aus dem Körper kommen, zum Beispiel wenn der Arm oder die Beine da anfangen zu zucken, das muss es lernen auszugleichen. Und dabei bildet es von selbst Verschaltungsmuster raus, mit deren Hilfe es dann die Arme und die Beine bewegen kann. So, und das passiert nicht nur mit den Armen und Beinen, sondern auch mit allen anderen Organen. Und so strukturiert sich das Hirn anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster. Das ist wunderbar, weil das heißt, dass jedes Kind, was auf die Welt kommt, ein Hirn hat, was genau zu seinem Körper passt, weil es das Hirn ja genau anhand dieses Körpers sich strukturiert hat. Das heißt aber auch, dass jeder anders auf die Welt kommt, weil jeder einen anderen Körper hat. Und dann geht es weiter, dann wächst man in so eine Familie rein. Da ist auch überall was anderes los und da sind überall andere Dinge wichtig, worauf die Eltern so achten und was für einen Lebensstil die führen, sodass man auch wieder diese Situation hat, dass da diese unterschiedlichen Erfahrungen, die jetzt nicht nur mit dem eigenen Körper, sondern auch in der Beziehung zu anderen gemacht werden, auch noch im Hirn verankert werden. Da kriegt man nun auch nicht nur ein Hirn, was zu dem eigenen Körper passt, sondern was auch noch weitgehend zu der Familie passt. Ja, und dabei muss man sich auch zum Teil verbiegen. Es gibt so zwei Grundbedürfnisse, die wir alle mit auf die Welt bringen. Das eine ist das nach Verbundenheit und das andere ist das nach Autonomie. Also wir wollen eigentlich immer, wir wollen alle im tiefsten Herzen verbunden und gleichzeitig frei sein. Und das versucht man dann und dann merkt man, das geht nicht so richtig, weil es da immer irgendwelche Leute gibt, die einem sagen, was man zu tun und zu lassen hat, die einem zum Objekt ihrer Absichten und ihrer Interessen und ihrer Belehrungen und ihrer Bewertungen und ihrer Maßnahmen machen. Und damit haben wir alle zu tun und müssen wir irgendwie durch. Das verletzt diese beiden Bedürfnisse. Das heißt, wenn mich einer so bewertet, dann bin ich mit dem nicht mehr verbunden und dann fühle ich mich auch nicht als einer, der sozusagen frei machen kann, was er gerne möchte, weil ich ja gesagt kriege, was ich zu tun habe. Und das führt dann dazu, dass jeder so für sich einen Weg finden muss, um das wieder einigermaßen zu lösen, dieses Problem. Und manche gehen den Weg, dass die dann einfach die anderen auch zum Objekt machen. Das sind dann die kleinen Anführer schon im Kindergarten, die den anderen sagen, wo es lang zu gehen hat. Manche, die das nicht können, die machen sich selbst zum Objekt und sagen, ich bin blöd, ich kann kein Mathe, ich kann nicht turnen. Das geht auch, ist auch eine Lösung, weil dann, wenn dann einer kommt und sagt, du bist zu doof, dann sagt man sich selbst, ja klar, ich bin zu doof, schön. Aber auf lange Sicht ist das natürlich fatal. Ja, und dann sind viele Menschen das ganze Leben eigentlich so unterwegs, dass sie entweder versuchen, irgendwie durchzukommen, sich anzupassen oder aber sich selbst die Schuld geben daran, dass es alles nichts wird. Und dann fängt es an, interessant zu werden, weil das ist kein Zustand, in dem man glücklich ist. Und ich glaube, es gibt im Augenblick in unserem Land sehr, sehr viele Menschen, die so unterwegs sind und spüren, dass sie nicht glücklich sind. Und dann heißt die entscheidende Frage, wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Also ich sage immer, das ist so, als ob man sich im Laufe des Lebens, vor allen Dingen schon als Kind und dann in der Schule, immer mehr verwickelt im Hirn. Und damit kann man sich nicht mehr entfalten. Man müsste diese Verwicklung erst wieder auflösen. Mit anderen Worten, man müsste sich entwickeln, damit man sich wieder weiter entfalten kann. Und das schaffen nicht so viele. Und um sie so einen Entwicklungsweg zu gehen, bräuchte man, ja, es gibt drei Möglichkeiten. Zwei davon sind sehr selten. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass man gegen die Wand läuft mit seinem Programm und seinen Vorstellungen. Und zwar richtig so, dass man total unterrutscht und sich nochmal neu einsammeln muss. Und dabei kommen manche wieder in Kontakt zu sich selbst. Aber viele, fast 90%, machen anschließend trotzdem so weiter wie bisher. Es hat also nichts geholfen. Und wenn dann einer dann doch in so einer Phase der schweren Krise wieder Kontakt zu sich selbst findet und feststellt, das ist eigentlich das falsche Leben, was ich geführt habe, dann ist ja klar, wie gefährlich das ist, wenn der das jetzt so fortsetzen würde. Es gibt so Unternehmer, die nach einer schweren Krise Bienenzüchter geworden sind, aber die haben dann auch ihre Familie verloren, ihre Freunde, ihre Stellung, ihre Position. Das ist dann förmlich eine völlige Verwandlung, die da stattfindet. Also nicht so dolle und die meisten in so einer Krise werden auch noch davon krank. Das kann man also eigentlich keinem wünschen, obwohl immer gesagt wird, dass in jeder Krise auch eine Chance steckt. Deshalb liebe ich eigentlich eher die andere Variante, die nenne ich gerne Sternstunden. Also es kann dir ja mal passieren, dass du in deinem Leben irgendwas erlebst, wo es dich wirklich tief im Inneren erreicht. Also manchmal im Kino oder auch wenn du mal irgendeinen anderen Menschen triffst, den du sehr beeindruckend findest und dann plötzlich spürst du ganz innen, dass da noch was ist, was du eigentlich die ganze Zeit abgespalten hast, was du gar nicht richtig gelebt hast. Das kann dann dazu führen, dass jemand auch auf die Idee kommt, dass es anders macht, aber auch das ist relativ selten.
Also auch vielleicht höchstens 10%. Und diese Sternstunden sind ja auch selten. Und das Letzte, was ich allen, die uns hier zuhören, dann vielleicht doch noch ans Herz legen kann, weil das eigentlich ein ziemlich guter Ansatz ist, ist, man könnte sich auch gegenseitig einladen, etwas liebevoller mit sich umzugehen. Vielleicht ist das ein Wahlprogramm für die Basis. Also einfach etwas liebevoller zu sich selbst zu sein, nicht alles das zu machen, was man gewohnheitsmäßig immer gemacht hat, nicht Sachen zu essen, die einem nicht gut bekommen, nicht zu Zeiten essen, wo es nicht gut ist, nicht mit Leuten, die man nicht mag, und im Internet einfach mal auch abschalten und sich nicht jeden Mist angucken oder im Fernsehen die 120. Corona-Diskussion oder abends noch so einen richtig aufregenden Krimi, damit man nicht schlafen kann. Das tut eigentlich, das weiß auch jeder, nicht gut. Und wenn man dann sagt, nee, mache ich nicht, schalte ich ab, nehme ich nicht, dann wird man wieder Herr im eigenen Hause, dann wird man wieder Gestalter. Dann verbindet man sich wieder mit sich selbst und damit ist das Bedürfnis nach Verbundenheit auf einmal auf eine eigenartige Weise gestillt. Man muss nämlich erstmal mit sich selbst verbunden sein, bevor man auch mit anderen verbunden sein kann. Und man ist wieder Gestalter seines eigenen Lebens, damit ist auch das Bedürfnis nach Autonomie gestillt. Und da plötzlich sieht man, dann blühen die Menschen auf, weil jetzt sind sie keine Bedürftigen mehr, die ständig von anderen was haben wollen, sondern jetzt sind sie in ihrer eigenen Kraft, entfalten sich und haben was zu verschenken. Ich weiß nicht, wer das mal gelesen hat, von Erich Fromm, Haben und Sein. Das ist das, was der meint. Es gibt Leute, die müssen ständig von anderen was kriegen. Anerkennung, Bewunderung, vielleicht auch deren Besitztümer oder was auch immer sie da so anstreben. Und das sind welche, die wollen immer was haben. Und die sind sehr unangenehm. Ich glaube, die sind verantwortlich für das Elend auf dieser Welt. Und dann gibt es leider zu wenig, aber immerhin schon mal eine ganze Menge, die das nicht mehr machen, die irgendwie mit sich selbst verbunden sind, die liebevoll mit sich selbst umgehen, deshalb auch liebevoll mit anderen Menschen umgehen. Und das sind auch welche, die laufen im Frühling, wenn die Frühlingswiese blüht, nicht mitten über die Wiese und trampeln die ganzen Blumen kaputt. Das ist nicht liebevoll. Und das wären dann Menschen, die sich tatsächlich mit anderen verbinden können und die auch nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen, weil es ihnen ein inneres Bedürfnis ist, Verantwortung für das übernehmen, was Menschen in dieser Welt anrichten. Und so habe ich dann eben in einem langen Lebensweg lernen müssen, dass die Veränderung, die man sich für die Welt wünscht, dann doch wieder so komisch immer in den Büchern steht, bei mir selbst beginnt. Wenn ich mich nicht mit mir selbst verbunden weiß, wenn ich mich nicht in meinem eigenen Körper wohlfühle, dann richte ich in dieser Welt nur Schaden an. Und wir leben nun mal in einer auf Wachstum orientierten und von Wachstum abhängigen Konsumgesellschaft. Und so leid mir das tut, dass ich das sagen muss, aber eine solche Gesellschaft muss zwangsläufig immer genügend Leute hervorbringen, die unglücklich sind und die sich deshalb was gönnen müssen. Und dafür steht dann eine ganze Wirtschaft bereit. Und das könnte anders sein, aber dazu müssten wir lernen, anders miteinander umzugehen. Und als ich das dann so einigermaßen verstanden habe, hatte ich dann die Idee, eine Akademie zu gründen, die heißt Akademie für Potenzialentfaltung. Und dort versuchen wir, Gemeinschaften zu helfen, dass die eine andere Art von Umgang miteinander einüben und dann auch miteinander in eine andere Art von Beziehung kommen. Also wirklich eine Beziehung, wo jeder Einzelne sagen kann, ich habe mich noch nie so sehr verbunden mit anderen Menschen gefühlt wie in dieser Gemeinschaft. Und gleichzeitig habe ich mich auch noch nie so inspiriert gefühlt, hatte ich noch nie so viel Kraft, habe ich noch nie meine eigene Autonomie so gut leben können wie in dieser Gemeinschaft. So, das wären die Gemeinschaften der Zukunft. Wir sind leider noch weit davon entfernt. Und unser Bildungssystem ist in keiner Weise geeignet, solche Menschen hervorzubringen, die das können. Trotzdem werden es immer mehr und vor allen Dingen in der jungen Generation sehe ich einfach, dass doch da sehr viele auf einmal für sich selbst andere Werte gesetzt haben und andere Vorstellungen verfolgen als die alten. Und das ist zum Teil sehr, sehr interessant und macht mir auch Hoffnung, dass es geht. Aber wie gesagt, es sind noch nicht sehr viele und man kann einen anderen Menschen auch nicht verändern. Also deshalb heißt es auch so, einladen, ermutigen, inspirieren, das kann man machen, dass er für sich selbst einen anderen Weg finden möchte. Das war jetzt sehr lang, ne? Aber ich muss das mal im Ganzen erzählen, damit das jetzt so ein bisschen klar ist, was ich da eigentlich so versuche.
Nee, das ist ja alles gut. Das ist ja auch genau so gewollt und es war sehr spannend, jetzt auch Ihnen zuzuhören, auch wenn es ein paar Minuten waren. Ich hatte es tatsächlich so, bevor ich Sie kennengelernt habe, auch nie gehört. Also dieses ganze Konstrukt, was Sie da ins Leben gerufen haben, auch das beeindruckt mich sehr, das fasziniert mich sehr. Und sagten Sie schon, ja, das Liebevolle, das fehlt in der Gesellschaft. Das haben Sie auch schon angeführt, dass da ein grundsätzliches Umdenken wahrscheinlich erforderlich wäre, um das in der gesamten Gesellschaft zu verankern. Ja, Sie hatten auch schon angesprochen, wie wichtig es ist, Verbundenheit zu spüren, also auch Liebe zu erfahren. Sie haben ja auch ihr Buch, ihr neues Buch rausgebracht, Lieblosigkeit macht krank. Das heißt, Sie haben, glaube ich, auch die Website gegründet, liebevoll.jetzt. Ist es richtig? Also, Sie sind da sehr aktiv. Ja, das ist diese Webseite oder diese Initiative Liebevoll jetzt ist eine Initiative der Akademie. Also wir bringen aus der Akademie dann auch solche Initiativen heraus. Eine heißt Würdekompass, die ist auch interessant. Die schließt sich jetzt mit den Liebevoll jetzt Leuten auch zunehmend zusammen. Wir haben in Deutschland, ich glaube, fast 200 solche Würdekompassgruppen. Das heißt, das führt auch zu irgendwas. Da treffen sich Leute, da fangen Leute an, miteinander über das zu reden, was ihre eigene Würde ausmacht und wie sie liebevoller miteinander umgehen können. Da ist schon viel los. Das Bedürfnis danach ist offenbar sehr groß, weil wir diese Liebevoll-Jetzt-Seite im Januar geöffnet haben und im Februar ist die uns zusammengefallen, weil zu viele Leute gleichzeitig drauf waren und darauf war das System gar nicht vorbereitet. Wir mussten die dann komplett nochmal neu in einem anderen System aufbauen. Also da gibt es offenbar sehr viele Menschen, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Es gibt offenbar sehr viele Menschen, die das gerne machen würden, die aber förmlich auf so eine Art Einladung oder Erlaubnis warten. Und das hängt wohl damit zusammen, dass sehr viele Menschen das nicht richtig unterscheiden können, was es heißt, liebevoll zu sich selbst zu sein und egoistisch zu sein. Weil sie sagen, ich kann doch nicht so egoistisch sein. Nein, der Egoist braucht eigentlich immer andere. Und der versucht sich ja immer von anderen abzugrenzen und andere für seine Zwecke zu nutzen und andere vor seinen Karren zu spannen. Das ist ein Egoist. Währenddessen, wenn ich anfange, liebevoll zu mir zu sein, brauche ich überhaupt keine anderen. Das mache ich ganz alleine. Und das ist der große Unterschied. Und deshalb führt das, was der Egoist macht, am Ende in einen Zustand, wo der immer mehr braucht von anderen. Und das, wenn man liebevoll zu sich selbst ist, braucht man immer weniger. Also hat man immer mehr zu verschenken. Macht auch mehr Spaß, nebenbei gesagt. Sodass ich da mit diesen Initiativen in der Akademie so ein bisschen versuche, dann eine Kurve zu kriegen, weil ich gemerkt habe, dass mit Bücherschreiben und Vorträgen halten eigentlich nicht so sehr viel passiert. Menschen müssen Gelegenheit bekommen, auch etwas zu tun. Ich glaube, deshalb heißt eure Partei auch Basis, weil man wirklich erst dann neue Erfahrungen macht und dann sich auch aufgrund der neuen Erfahrungen die inneren Einstellungen und Haltungen verändern, wenn man auch wirklich vor Ort irgendwas bewirken kann. Am besten gemeinsam mit anderen. Wir haben jetzt so eine neue Initiative in der Akademie, die heißt Lernlust. Das ist auch toll. Also die Webseite steht wohl auch schon und die heißt dann Lernlust jetzt, Lernlust.jetzt. Und da geht es darum, dass wir in den Kommunen, also in Städten und Gemeinden, interessierte Bürger suchen, die sich zusammenschließen zu einem Ortsbündnis Lernlust. Und diese Leute müssten irgendwie ein Interesse daran haben, dass die jungen Leute, die bei ihnen, die sie heranwachsen, die bei ihnen in dem Stadtteil oder in dem Dorf oder in der Stadt groß werden, dass es die auch möglichst gut haben, weil die ja sonst auch später einfach dort weggehen. Wer soll denn in so einer Kommune bleiben, wo er gar keine Wurzeln schlagen konnte? Und dann schließen sich die Leute zusammen und gehen dann in die Schule oder sie finden sogar Lehrer, mit denen sie sich auch noch mit zusammenschließen und wollen eigentlich nur eines. Und die Bitte heißt, wir würden euch gern dabei unterstützen, dass ihr irgendwie eure Bedingungen in der Schule so verändert, dass künftig kein einziges Kind mehr seine ihm angeborene Freude am Lernen verliert. So, das ist ein richtig tolles Konzept. Da brauche ich keinerlei weitere Bildungspläne, weil ich weiß, wenn tatsächlich Kinder in die Schule gehen, die lernen wollen, dann lernen die. Das ist ja, die sind ja hungrig. Und da weiß ich, da gibt es welche, die haben erst, ein guter Freund von mir, der ist ein Franzose und der hat erst mit 18, hat der sich entschlossen, Deutsch zu lernen und hat sich so in das Deutsche verliebt, dass der innerhalb von 2 Jahren hat der perfekt Deutsch sprechen gelernt. Der hat fast keinen Akzent mehr. Das heißt, in 2 Jahren kann ich so eine Fremdsprache perfekt
sprechen. Also muss ich doch die Kinder nicht 10 Jahre lang mit irgendwelchem Unterricht quälen, wo dann von dem, was sie da lernen sollen, kaum was hängen bleibt, weil sie es einfach definitiv nicht interessiert. Und deshalb braucht man zuerst das Interesse. Und das Interesse ist eben dann immer gegeben, wenn ich ein Kind vor mir habe, was Freude am Lernen hat. Dem kann ich alles zeigen. Es interessiert sich für einen Hubschrauber genauso wie für Vulkane und auch für Schmetterlinge und Zuckerrüben. Ja, das ist dann wurscht. Die sind einfach wie Schwämme, diese jungen Leute. Und das finde ich so großartig. Und das ist eigentlich ist es eine Schande, dass wir immer noch mit so einem Schulsystem herumlaufen, was aus dem vorigen Jahrhundert stammt und wo dann am Ende so viele junge Leute rauskommen, die nicht wissen, was sie eigentlich wollen, die das, was sie in der Schule gelernt haben, innerhalb von 2 Jahren fast vollständig wieder vergessen haben. Und natürlich, denen es dann auch nicht gut geht damit. Die sind ja nicht glücklich. Die haben ja ihre ganze Freude am Lernen und damit auch am Gestalten verloren, haben dann null Bock auf Schule und machen dann einen Beruf, nur weil sie müssen. Also ich muss ja Geld verdienen. Ja, das wird ein schreckliches Leben. So einen Beruf übt man das ganze Leben lang aus. Das muss etwas sein, was einem Freude macht, wo man merkt, das ist genau das Richtige für mich. Das ist etwas, wo ich ein Talent dafür habe. Und was wir hier machen, ist einfach in dieser Hinsicht ein Wahnsinn. Also, dass einer Abitur mit 1,0 macht, ist kein Zeichen von Intelligenz. Das ist eher ein Zeichen von ziemlich guter Anpassungsfähigkeit. Ja, das ist ja, wir sind ja beide auch zur Schule gegangen. Das haben wir auch so wahrgenommen, dass man da eher, ja, der am besten auswendig lernen kann und dem Lehrer am besten Honig ums Maul schmieren kann, um es jetzt mal böse zu sagen, hat halt einfach dann irgendwann die besten Noten. Das ist halt, wie Sie schon jetzt ausgeführt haben, nicht gerecht. Wir haben ja jetzt die Frage einsteigend angefangen mit der Liebe und dem liebevollen Umgang. Das haben Sie ja auch erklärt. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, ich vermute, das nehmen Sie auch so wahr, wo Liebe nicht wirklich das herrschende Gefühl ist und auch nicht ja, die herrschende Umgangsform miteinander. Also man geht nicht wirklich liebevoll miteinander um. Es spalten sich ja auch immer mehr die Lager, also zwischen ungeimpft, geimpft und zwischen den bösen Querdenkern und den verantwortungsvollen Bürgern. Wie denken Sie, können wir vielleicht in Zukunft da wieder ja, liebevolleren Umgang zueinander pflegen und auch wieder mehr zueinander kommen als gesamte Gesellschaft? Ja, aber das wissen wir alle. Angst- und Krisenzeiten sind keine guten Zeiten, wo Menschen liebevoll mit sich selbst und mit anderen umgehen. Das sind Notzeiten, da herrscht Angst, da sucht man nach irgendeinem Weg, wie man das Elend überwinden kann. Und dann ergreift man auch eigentlich jeden Strohhalm. Auch hirntechnisch ist das so, dass dann, wenn es wirklich in so einen Zustand von Angst kommt, im Hirn eigentlich nur noch das alte Zeug funktioniert. Also umsichtig ist man dann nicht mehr und Handlungen planen kann man auch nicht. Der Frontalkortex ist mehr oder weniger ausgefallen. Deshalb sagt man ja auch, jetzt reagieren die Leute kopflos und dann übernimmt irgendwie der Hirnstamm oder irgend so das Mittelhirn die Führung. Und da kommen so, am Ende kommen archaische Notfallprogramme zum Einsatz. Also Angriff oder Flucht oder ohnmächtige Erstarrung, das war's dann. Und das macht keinen Spaß und das ist schwierig. Und deshalb käme es darauf an, dass man aus dieser blöden Situation rauskommt. Und das geht aber kollektiv nicht, wenn alle um einen herum Angst haben und Angst schüren und das auch in den Medien immer weiter so gemacht wird und von den Politikern womöglich auch noch. Und bei den Medien ist es so, dass die eigentlich gar nichts richtig verkaufen können von ihren Produkten, wenn sie das nicht mit Angst aufladen, ne? Weil das erzeugt Aufmerksamkeit, wenn da richtig was Wildes wieder mal passiert ist und der nächste Hurrikan so eine ganze Stadt weggefegt hat oder wenn da plötzlich irgendwie ein Virus auftaucht und so aussieht, als könnte es die ganze Erdbevölkerung umbringen. Das sind schöne Meldungen, mit denen man dann sehr viel absetzen kann, also an Medienprodukten, weil es die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht und das ist erstmal das primäre Anliegen der Medien und das Ergebnis davon ist, dass eben dann sehr viele Leute rumrennen mit diesem Wirrwarr im Kopf, wo sie nicht wissen, was sie machen sollen und halten sich dann irgendwas an irgendwas fest und finden irgendeine Lösung, die ihnen zumindest ein bisschen hilft. Das wird dann auch oftmals extrem. Die einen rennen dann bisweilen sogar noch mit der Maske ganz allein im Wald umher, um sich vor dem Virus zu schützen und die anderen glauben, dass es irgendwelche dunklen Kräfte gibt, die da sonst was mit uns anstellen. Das ist beides absurd. Aber es sind eben Lösungen, die Menschen finden, wenn sie aus der Angst heraus nichts anderes finden, was ihnen hilft. So, und deshalb ist es in solchen schwierigen Situationen wie jetzt umso wichtiger, dass man
bei sich bleibt und dass man das zurückgewinnt, was wir jetzt auch alle in solchen Krisensituationen allzu schnell verlieren, nämlich Vertrauen. So. Und dann geht es darum, Vertrauen zurückzugewinnen. Und da gibt es drei Ressourcen, aus denen wir unser Vertrauen schöpfen. Das erste ist, wir könnten uns auch mal daran erinnern, dass wir gewisse Kompetenzen haben. Also wir können lesen und schreiben und wir können denken und wir können deshalb auch mal nachprüfen, was uns alles so erzählt wird. Wir können im Internet recherchieren und wir müssen nicht alles glauben, was uns irgendjemand da einredet, der uns dann vielleicht auch noch Angst zu machen versucht. Also diese Rückbesinnung auf die eigenen Kompetenzen ist schon gar nicht so schlecht. Und dann findet man meistens auch einen Weg, wie man persönlich erstmal mit so einer schwierigen Situation umgeht. Das Zweite ist eben dann wichtig, wenn man alleine doch nicht zurechtkommt. Das heißt dann Vertrauen, dass es gemeinsam mit anderen geht. Dann sucht man sich Verbündete. Das ist ja das, weshalb die Basis entstanden ist als Partei und weshalb viele andere Vereinigungen entstanden sind oder weshalb ich diese Akademie für Potenzialentfaltung gegründet habe oder diese Initiativen für Liebevoll Jetzt oder so. Das heißt, dann merkt man plötzlich, es gibt auch noch andere und dann kriegt man auch gemeinsam eine stärkere Kraft und dann kann man auch schwierige Situationen, die einem eigentlich Angst machen und wo man das Gefühl hat, man kann gar nichts verändern, die kann man dann doch gut überstehen und gerät nicht in diese Panik. Und dann gibt es noch eine dritte Vertrauensressource, die ist in unserem Kulturkreis allerdings weitgehend dahin. Das ist dieses Vertrauen, ich nenne das immer so, das ist das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Und das haben wir nicht so sehr. Das war mal vor ein paar hundert Jahren anders. Da haben wir alle geglaubt, dass der liebe Gott schützend seine Hand über uns hält. Das sind jetzt nicht mehr so viele, die das glauben. Und so richtig was gefunden haben wir eben bis heute noch nicht. Das hat was damit zu tun, dass uns auch diese Spiritualität abhanden gekommen ist. Ich glaube, dass wir als Menschen, bin fest davon überzeugt, dass wir als Menschen irgendetwas brauchen, was uns hilft, uns als eingebettet in etwas Größeres zu erleben und zu verstehen. Sonst werden wir alle kleine Egoisten, die nur noch an sich denken und ihr privates Wohlergehen und die ihren Lebenszweck darin sehen, dass sie also Freizeit haben und sich das Leben schön machen. Diese Eingebundenheit in etwas Größeres, also zum Beispiel, wenn man sich als Teil dieses großen, lebendigen Prozesses versteht, der sich auf dieser Erde auf so eine wunderbare Art und Weise entfaltet hat. Und wir sind ja aus diesem Prozess hervorgegangen. Dann wird man automatisch das Gefühl haben, dass man auch sich darum kümmern will, dass dieser Entfaltungsprozess nicht so ins Stocken gerät. Also verhindern können wir es sowieso nicht, weil das, was sich da an Leben entfaltet, immer stärker ist als wir. Sogar so ein kleines Virus werden wir nicht unter Kontrolle kriegen können. Und deshalb wäre es schöner, wenn wir lernten, uns wieder mit dem Lebendigen zu verbinden. Also unsere kognitiven Fähigkeiten sind großartig, aber wir haben uns irgendwie seit der Aufklärung in den letzten paar hundert Jahren von unserer eigenen Lebendigkeit abgeschnitten. Und deshalb ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, mit etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen, weil man dann auch wieder lebendiger wird. Man verbindet sich wieder mit diesen lebendigen Bedürfnissen und das könnte der Schlüssel sein, dass wir unsere kognitiven Fähigkeiten in Zukunft nicht mehr einsetzen, um andere über den Tisch zu ziehen und auszunutzen und das Leben bis in seine kleinsten Teile zu zerlegen, um am Ende auch noch die Gene zu manipulieren, dass wir also aufhören, uns sozusagen das Lebendige zu benutzen, um es für unsere Zwecke zu instrumentalisieren, sondern dass wir unsere Intelligenz, unsere Kreativität und unsere kognitiven Fähigkeiten benutzen, um dafür zu sorgen, dass dieses Lebendige sich auch wirklich weiter gut entfalten kann. Das ist eine völlig andere Dimension der eigenen Sinngebung und auch ein anderes Weltbild, was man dann hat. Und dann ist man für etwas unterwegs und fühlt sich eingebunden und dann hat man auch das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Also ich zum Beispiel weiß genau, dass die Natur sich zu helfen weiß. Wenn wir zu blöd sind, diese Verantwortung zu übernehmen und uns darum zu kümmern, dass das Leben sich entfalten kann, dann war es das eben mit uns. Das macht diesem großen lebendigen Prozess nicht so sehr viel aus. Also ich habe mal ausgerechnet, das kann ja jeder mal selber machen, gesetzt den Fall, wir machen
machen es sozusagen, wir kacken ab, wie das in eurer Sprache vielleicht heißt, und bringen es nicht zustande. Und alles ist hier futsch und nur noch im Meer bleiben ein paar Würmer übrig. Das ist sehr wahrscheinlich, dass da ein paar Würmer irgendwo noch übrig bleiben und am Leben bleiben. Und dann geht es ja bei den Würmern wieder los, dieser Evolutionsprozess. Und dann kann man ja gucken, wie lange es von den Würmern bis zu uns gedauert hat. Also das Leben bringt wohl immer wieder Formen hervor, die sich fortbewegen. Da brauchen die dann Sinnesorgane und da brauchen die auch sowas wie ein Gehirn. Und das muss vorne sein, nicht hinten. Und in dem Gehirn wird dann immer mehr von der Welt wahrgenommen. Da entstehen Fernsinnesorgane und am Ende sowas wie wir mit unserem Gehirn, mit dem wir sogar Bewusstsein, mit dem wir sogar uns unserer selbst bewusst werden können. Das ist der helle Wahnsinn. So. Aber das hat jetzt von den Würmern bis zu uns einige Zeit gedauert, kann man in den Karten ja mal nachgucken. Und dann guckt man mal nach, wie lange es noch dauert, bis die Sonne verglüht und dass hier Schluss ist mit dem Leben auf diesem Planeten. Und als ich das verglichen habe, war ich total happy, weil habe ich gesehen, dass das Leben wird noch 20 Mal eine Chance haben, eine bewusstseinsfähige Form hervorzubringen, die sich dann auch um den Fortbestand und die Entfaltung des Lebens kümmern kann. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, da ist noch viel Zeit. Da kommt eben, da geht es nochmal bei den Würmern los und vielleicht schaffen es die Nächsten. Das ist zum Beispiel sehr tröstlich. Also für mich, mir gibt das sehr viel Halt in der Welt, dass ich jetzt nicht davon ausgehen muss, dass alles zugrunde geht, wenn wir es nicht packen. Weil es ist nicht gesagt. Also wenn nicht jetzt wirklich diese junge Generation langsam wach wird, kann es sein, dass wir diesen Planeten völlig ruinieren. Ja, Sie sagen... Ist sprachlos geworden, oder was? Ja, tatsächlich, ja. Nee, wir sind ja auch schon enttäuscht von weiten Teilen unserer Generation einfach. Ich glaube, das kann man so drastisch sagen, weil halt auch einfach, ich glaube nicht mal, dass einige das nicht erkennen, dass was falsch läuft, sondern dass sie sich einfach ganz, vielleicht nicht mal wirklich bewusst, aber zumindest unbewusst da rausziehen, sagen, naja, dann ändere ich halt nichts. Wenn ich jetzt meine Stimme erhebe oder irgendwas versuche, auch nur in mir zu verändern, dann hat es eh keinen Einfluss oder so. Und das ist halt für mich fatal, diese Einstellung. Und einfach, wie Sie schon sagen, gefährlich auch, weil sehr, sehr viele Dinge eben anders gemacht werden müssten. Jetzt hatten wir noch so die Frage, anknüpfend vielleicht, weil Sie es ja auch sagen, generell läuft viel schief, jetzt die letzten 17, 18 Monate. Ja, wie ist es Ihnen da ergangen und was tun Sie, um sich vor diesen Maßnahmen gewisserweise auch zu schützen oder auch vor der Angst irgendwie, die ja doch vielleicht auch bei vielen Leuten da ist, vor diesen Maßnahmen oder was noch kommen mag? Was kann man tun, um sich davor ein bisschen zu schützen? Ja, als das losging damals, Anfang 20, habe ich mich natürlich gefragt, was da auf uns zukommt. Und mir war irgendwie total klar, dass das etwas ist, was mit der Angst zu tun hat. Und dass nicht das Virus das Problem ist, sondern die Angst, die die Menschen haben und wie sie dann wie aufgeschreckte Hühner umherlaufen und nach Rettung suchen. Und dann war mir ziemlich klar, was da auf uns zukommt. Und dann habe ich mich hingesetzt, das mache ich dann immer so, und versuche mir dann selbst Klarheit zu verschaffen, indem ich es aufschreibe. Und da ist ein Buch draus geworden, das heißt Wege aus der Angst, über die Kunst, mit der Unvorhersehbarkeit des Lebens umzugehen oder so ähnlich. Das heißt, ich versuche das sozusagen intellektuell erstmal zu bewältigen und das vielleicht auch anderen mitzugeben. Das könnte ja sein, dass denen das auch ein bisschen hilft, wenn sie verstehen, wie die Ängste funktionieren und vor allen Dingen auch, wie man Ängste bewusst schüren kann, um damit bestimmte Interessen durchzusetzen. Und als ich das geschrieben hatte, war mir klar, ich kann die Leute auch nicht so im Regen stehen lassen mit ihrer Angst. Ich musste mir auch was überlegen, was denn nun eigentlich wirklich hilft gegen diese Angst, auch in Corona-Zeiten. Und da habe ich dieses liebevoll jetzt gefunden. Also liebevoll mit sich selbst umgehen heißt, ich setze meine Maske nur dort auf, wo es nicht vermeidbar ist. Also ich muss ja auch einkaufen und ein paar Sachen machen. Liebevoll umgehen heißt, dass ich natürlich aufpasse, dass ich auch andere Leute nicht infiziere, falls ich infiziert wäre. Also ist auch in Ordnung, dass ich da ein bisschen mich um die anderen kümmere. Das würde ich auch nicht sehr liebevoll finden, wenn ich da so auch womöglich sogar noch ein paar Symptome habe oder nicht sicher bin, ob ich nicht andere anstecken kann, wenn ich das auch noch dann in die Gegend puste und andere gefährde. Liebevoll mit sich selbst umgehen heißt aber auch nun nicht losrennen und zu glauben, dass jetzt ich also mich retten kann vor dieser furchtbaren Erkrankung, sondern aufzupassen, dass mein Immunsystem so stark ist,
und dass es mir auch gut geht. Ich weiß ja als Biologe, und das müsste eigentlich jeder in der Schule gelernt haben, dass Stress und Angst das richtiges Gift für das Immunsystem sind. Also ich versuche, mich nicht in die Angst jagen zu lassen. Ich versuche, ganz viel draußen zu sein. Ich versuche, mein Leben so zu gestalten, dass es mir im Innersten richtig gut geht. Und das habe ich soweit geschafft. Und ich hatte auch noch nichts. Und ich bin sogar ziemlich sicher, dass ich auch nichts kriege. Und deshalb weiß ich auch nicht, wozu ich mich impfen lassen soll. Und habe mich bis jetzt mit der Frage eigentlich gar nicht so richtig auseinandergesetzt, dass ich mich nicht impfen lasse, wenn mir dafür eine Bratwurst versprochen wird. Oder dass ich mich vielleicht impfen lasse, weil ich unbedingt ins Fußballstadion will oder irgendein Konzert besuchen will. Das ist definitiv nicht mein Ding. Sobald so etwas passiert, wo ich sozusagen mit solchen plumpen Mitteln dazu gebracht werden soll, etwas zu tun, was andere wollen, werde ich ganz wach, hellwach. Und da erinnere ich mich wieder an meine alte DDR-Vergangenheit. Und deshalb bin ich dort ja abgehauen, damit ich nicht ständig in eine Situation komme, wo mir andere sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Und da bin ich jemand, der also wohl bis zum letzten Augenblick wartet, bevor der da freiwillig da irgendwo hingeht und sich diese Impfung abholt. Dabei bin ich aber gar kein Impfgegner. Ich bin ein Gegner der Methoden, mit denen Menschen dazu gebracht werden, sich zu impfen. Und das ist auch aus vollem Herzen. Deshalb nützt bei mir die Bratwurst auch nichts und all diese anderen Versprechungen. Ich muss aber dazu sagen, das habe ich mir natürlich auch überlegt, es kann ja sein, dass noch Situationen entstehen, wo es schwierig wird. Also ich habe meine beiden Eltern, die sind 95 in einem Altersheim, die besuche ich ja jede Woche. Und wenn das mal so sein sollte, dass ich da nicht mehr rein kann ohne Impfung, dann würde ich mich impfen lassen, weil das ist dann zu viel. Dann wäre mir mein innerer Standpunkt und meine Haltung nicht so wichtig wie die Tatsache, dass ich meine Eltern auch in diesem Sterbeprozess dann vielleicht begleiten kann. So, und da merkt man so ein bisschen die Gewichtung. Also da muss sich dann jeder fragen, wofür er es zu tun bereit wäre. Und wenn es eben Partybesuch ist, ja, dann muss er es eben machen. Wenn ihm das wichtiger ist, als sich in dieser Beziehung ein Bild zu machen und eine eigene Position zu beziehen und für sich selbst eine Entscheidung zu treffen, dann soll er sich dem Ganzen unterwerfen, damit er seine, wie das so heißt, Freiheiten wiederkriegt. Das ist ja keine Freiheit. In Wirklichkeit haben wir ja ihren albernen Freiheitsbegriff. Wenn ich immer sagen muss, wenn ich mich befreie von Zwängen und von Not und von Elend, das ist ja nur die halbe Freiheit. Die eigentliche Freiheit beginnt ja dann, wenn ich mich frei für etwas entscheiden kann. Und das können die meisten Leute nicht. Sie sind ständig in diesem anderen Freiheitskampf gefangen, wo sie sich von etwas befreien wollen. Das war ja auch lange Zeit in der Menschheitsgeschichte das Wesentliche. Aber die viel interessantere Frage ist eben, was macht man denn mit der Freiheit, wenn man sich von etwas weitgehend befreit hat? Und wir haben uns hier in der westlichen Welt von sehr viel weitgehend befreit, was andere Kulturen noch nicht so weit gebracht haben. Auch deshalb, weil wir sie ja so ausgenutzt und unterdrückt haben, dass sie es gar nicht bringen konnten. Aber was machen wir jetzt in dieser westlichen Welt mit der so gewonnenen Freiheit? Und da wird mir manchmal schlecht, wenn ich mir das angucke, wie wenig das auch jungen Leuten bewusst ist, was das für ein wertvolles Gut ist und wie leichtfertig sie das aufs Spiel setzen. Also ich muss sagen, dass es mir ja auch so ging, dass bis zu dieser Zeit, wo dann wirklich es hieß, ja, ihr müsst jetzt aber zu Hause bleiben und keine Partys, keine normale Schule. Es fing ja auch irgendwann an, dass ich sogar die Schule vermisst habe. Dass da mir und wahrscheinlich auch vielen erst, also vielen jetzt mal, sage ich mal so aus meiner Nähe, klar wurde, was es wirklich bedeutet, was wir denn eigentlich so an Freiheiten haben, dass wir eben nicht um die und die Zeit zu Hause sein müssen, also in normalen Zeiten. Oder dass wir zur Schule gehen können, war ja dann irgendwann auch schon eine besondere Freiheit. Und ich glaube, das kam jetzt erst mit dieser Zeit, dass wir das wussten. Und da möchte ich nur noch eine kleine Frage einbauen. Was ist vielleicht so ein kleiner Appell, den Sie den Jugendlichen oder auch in meinem Alter, in Lukas' Alter, sagen möchten als kleinen Lebenstipp und vielleicht auch, wie man diese Krise noch einigermaßen gut psychisch und auch seelisch überstehen kann? Mit Appellen kommen wir ja auch nicht weiter. Und kluge Ratschläge sollte man anderen auch nicht geben, dann macht man sie wieder zum Objekt seiner Ratschläge. Aber ich würde die jungen Menschen sehr gerne einladen und ermutigen. Vielleicht gelingt es auch, sie zu inspirieren, diesen Zauber zu erleben, der in allem Lebendigen steckt. Jetzt kommt wieder der Biologe mit mir durch.
Aber ich glaube, wenn man sich in das Leben und in die Vielfalt des Lebendigen verliebt hat, dann hat man sich auch in sich selber verliebt. Und dann ist man auch liebevoll zu sich selbst. Und dann wird das irgendwie ein anderes Leben. Natürlich gibt es genügend Probleme auf der Welt und es gäbe so unendlich viel zu tun. Und trotzdem glaube ich, dass Menschen diese Welt nicht retten können, wenn die nur im Außen unterwegs sind und dauernd die Welt retten wollen. Da habe ich zu viele getroffen, die dann im Aktionismus stecken geblieben sind. Das ist auch eine Art von Selbstbefriedigung, dass man dauernd irgendwas machen muss. Und man muss sich fragen, was ich wirklich bewirken kann. Also ich brauche gar nicht erst anzufangen, wenn ich nicht was wirklich auch bewirken kann. Und es gibt viele Probleme auf der Welt, wo ich einfach auch ich sagen muss, da kann ich jetzt nichts machen. Dass die in Tibet da von den Chinesen so drangsaliert werden, diese Mönche, was soll ich denn dann hier machen? Ich finde es furchtbar, aber ich kann doch nichts machen. Ich kann höchstens hier in der westlichen Welt dazu beitragen, dass diese Weisheitslehren, die dort gefunden haben, verbreitet werden. Aber das war's. Mehr kann ich nicht machen. Also in diesem Sinne, es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu tun, aber es macht keinen Sinn, etwas tun zu wollen, was zu nichts führt. Und deshalb Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist. Schaut euch nochmal alle diese lebendigen Bedürfnisse an. Fragt mal, ob ihr wirklich in euch selbst und mit euch zu Hause seid. Und dann, glaube ich, spürt ihr auch die Kraft, die dazu führt, dass ihr dann Dinge findet, die sich wirklich verändern lassen. Und dann schließt euch zusammen und geht los und macht diese Veränderung, die diese Welt braucht. Drücke euch die Daumen, ich bin dabei. Ja, herzlichen Dank für diese Worte zum Abschluss. Ich glaube, viel besser hätten wir das nicht beenden können, diese Podcast-Folge. Ich bin auch ziemlich, also einmal berührt jetzt und auch geflasht von Ihrem Wesen, von Ihren Ansichten, von Ihren auch jetzt tatsächlich, ja doch, man kann es vielleicht schon Tipps nennen, auch wenn Sie das anders formuliert haben und auch vermutlich damit auch mir einen neuen Horizont gegeben haben, dass man die Leute zu etwas einlädt. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken im Namen von uns beiden und auch bei unseren Zuhörern. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Dankeschön, Herr Hüther. Sehr gerne und alles Gute wünsche ich euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Stellt gerne eure Fragen, kommentiert und gebt uns euer Feedback. Liked und abonniert unseren Kanal und vielleicht besucht ihr uns auch bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche.